Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Riedel und ich bin eingeladen, Bachblüten vorzustellen, die uns helfen bzw. unterstützen, wenn wir Angst bzw. innere Unruhe erfahren. Und ich meine, nicht passender könnte es gerade sein, als sich noch Unterstützung von allen Seiten zu holen, die wir gerade bekommen können. Ich selbst lebe und liebe gerade in Berlin, bin normalerweise Masseur und Yogalehrer und Blütenessenzenhersteller. Heute stelle ich euch die Bachblüten vor, die von Edward Bach, sagt der Name schon, begründet wurde bzw. gefunden worden wurde. Und der hat in den 30er Jahren gelebt und hat 38 Blütenessenzen, wobei er es eigentlich 37 Blütenessenzen und eine Wasseressenz ist, hergestellt. Und er lebte in England und war Arzt. Und oh, was sind Blütenessenzen? Also Blütenessenzen sind im Grunde genommen Blüten, Schale Wasser, Sonnenlicht. Das ist die Sonnenmethode. Dann gab es noch die Kochmethode. Wobei die Sonnenmethode hat sich mehr und mehr durchgesetzt. Und im Grunde genommen wird die Schwingung einer Blume, einer Pflanze in Wasser gefangen bzw. übertragen und dann dieses Wasser, das nennt sich dann Mutteressenz, in Alkohol oder mit Alkohol konserviert. Die Blütenessenzen, zum Beispiel hier ist jetzt eine von meinen, die verdünnt man dann, das heißt, die Mutteressenz wird dann in eine Stockbottle, in eine Einnahmeflasche verdünnt, beziehungsweise doch verdünnt. Und dann nimmt man die in einem bestimmten Zeitraum in bestimmten Tropfenanzahlen zu sich. Der Grund für Bach damals, diese Blütenessenzen, die Bachblüten zusammenzustellen, war, er wollte eine Hausapotheke herstellen, die für jeden zugänglich ist. Seine Vision war, dass in jedem Haushalt ein Kästchen mit Bachblüten steht. Bachblüten arbeiten vorwiegend auf der emotionalen bzw. mentalen Ebene, weniger auf der körperlichen Ebene. Also sie werden eher eingesetzt, um bestimmte Emotionen bzw. mentale Strukturen wieder zu harmonisieren bzw. zu balancieren. Bachblüten sind fantastisch, überhaupt Blütenessenzen sind fantastisch, weil sie einfach sicher sind in der Anwendung. Sie sind für alle Menschen geeignet, für Menschen und Tiere. Sie sind auch geeignet für Kinder und für ältere Menschen. Heute Morgen kam eine Bachblüte für mich heute wieder sehr zugute. Ich habe einfach diesen Vorteil, dass ich den ganzen Satz hier zu Hause habe. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und mein erster Gedanke war Mist. Gefolgt von einer Tsunamiwelle von Überforderung, ein Hauch von Panik, was dann dazu beiführte, dass in meinem Gedankenkonstrukt mein Hamsterrad wieder losging und ich einfach gemerkt habe, wow, stopp, 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 das kann hier so nicht weitergehen. Also das Gedankenkarussell kann so nicht weitergehen, plus die dazugehörigen Emotionen. Das ist einfach komplett in der Disbalance, das geht gar nicht so. Somit werde ich keinem eine Unterstützung sein, weder mir, noch meinem Haushalt, noch den Menschen hier um mich drumherum. Es war einfach so, dass ich aufgewacht bin und ich habe dann echt diese Gedankenstrukturen gehabt, diese Emotionen, die mich echt überladen haben, gefolgt von so einer gefühlten Panikattacke. Ich lag fast wie gelähmt im Bett und dachte, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Und bin dann, das habe echt 5 Minuten gebraucht, um dann in mein Arbeitszimmer zu gehen, an meine Bachblüten ran und habe mir eine spezielle Bachblüte genommen, von der ich weiß, dass sie einfach super gut hilft bei inneren Angstzuständen beziehungsweise auch so Gefühlen von Überforderung. Und mal ehrlich, ich glaube, wir haben momentan alle irgendwelche Gefühlswandlungen, die einfach uns
sehr stark mitnehmen, sehr stark beeinflussen. Die Welt ist einfach gerade nicht mehr so, wie wir sie erfahren haben bis vor kurzem. Und diese ganzen Herausforderungen und diese Schwierigkeiten und all das, was damit umhergeht, also angefangen von diesem Gefühl, alleine zu sein, bis hin genervt sein, dass jemand ständig um mich herum ist, weil ich das sonst nicht habe. Zum Beispiel Eltern, die jetzt ihre Kinder die ganze Zeit zu Hause haben, die Kinder, die die ganze Zeit zu Hause sind. Also das führt mehr oder minder irgendwann zu Reibungen. Das Schöne ist, wenn wir diese Zustände erfahren, können wir etwas tun. Und darin liegt auch, wenn wir nichts dagegen tun, entweder wird es schlimmer oder es bleibt so, wie es ist. Also nichts zu tun an dieser Stelle, wenn dir solche Sachen widerfahren, solche Sachen erfährst, du merkst, du kommst immer wieder an solche Herausforderungen ran, ist es einfach gut, aus einer inneren Balance heraus wieder zu interagieren. Das heißt nicht, dass es perfekt sein soll. Balance bedeutet ja auch immer wieder die Waagschale rechts, links, hoch, runter. Und es geht einfach darum, in die eigene Balance so zu erfahren, dass dieses Pendel nicht zu stark nach oben oder nach unten geht. Weil jedes Mal, wenn ich aus der Balance falle und das ist irgendwie Welten dazwischen, ich brauche Welten, um wieder in so eine balancierte Form zu kommen. Bachblüten sind eine sehr gute Methode, um diese Disbalance leichter zu erfahren, beziehungsweise das Resultat, dass die nicht mehr ganz so extrem sind nachher, die Disbalancen, dass die sich leichter annähern. Von daher möchte ich euch heute drei Blütenessenzen vorstellen und vor allem mal gucken, wie ich das jetzt hier am besten hinkriege. Das geht so. So, okay. Das ist Mimulus, die kleine Gauklerblume. Das ist eine Pflanze, die im Sumpf lebt, mehr in der Nähe von Wasser. Und Mimulus ist gegen Ängste. Und zwar Ängste, die ich benennen kann. Sagen wir mal, ich habe Angst davor, raus auf die Straße zu gehen. Dann ist Mimulus die Blütenessenz, die uns hilft, der Angst zu begegnen. Mehr wieder in den Mut hineinzugehen und in das Vertrauen reinzugehen, dass ich eine innere Stärke habe, den Dingen wieder zu begegnen. Sie vermittelt uns die Fähigkeit, Kraft zu schöpfen und den Herausforderungen wieder mit einer gewissen Form von Gelassenheit zu begegnen. Die Farbe signalisiert einfach auch Gelb und Gelb ist mit dem Solarplexus in Verbindung und damit mit dem Solarplexus treten wir in Kontakt mit unserer Außenwelt und da kommt das erste Momentum von mag ich nicht, angenehm, unangenehm. Und Mimulus setzt genau auch mit an dieser Stelle energetisch an und balanciert den, sodass wir wieder in unsere eigene Kraft kommen. Das Schöne mit den Bildern ist, und dadurch, dass man die Blüte einfach mal so sehen kann, merkt man schon mal, was diese Blüte machen kann mit einem. Ich arbeite gerne auch mit diesen Karten. Schwierig ist es bei mir, ich kenne die alle einfach schon so lange und so gut, dass ich sofort, wenn ich eine Blüte angucke, den Hintergrund davon weiß. Für euch, die das jetzt noch nicht so gut kennen oder können, ist eine gute Möglichkeit, einfach dieses Bild für sich wirken zu lassen und zu schauen, geht in Resonanz oder geht ihr nicht in Resonanz. Dann die nächste Blütenessenz, die ich euch vorstellen möchte, ist Espen. Die Zitterpappel, muss ich doch so machen. Die Zitterpappel. Das sind majestätische Bäume und das sind die Bäume, die dann im Frühjahr diese weißen Pollen immer ins Haus reintragen, wenn die Fenster offen sind. Und
wenn man diesen Baum betrachtet, der hat so eine weiß-graue Rindenschicht und die Blätter, die vibrieren immer so im Wind und deswegen Zitterpappel. Aspen ist für vage Ängste. Ängste, von denen wir nicht genau wissen, wo sie herkommen, was sie denn mit uns machen. Also zum Beispiel Angst vor diesem Virus zu haben, weil den können wir nicht sehen. Wir wissen nicht, ob wir ihn haben oder nicht haben oder ob unser Gegenüber ihn hat oder nicht hat. Es ist also so eine vage Angst. Ich sage auch gerne, dass Aspen eine Blütenessenz ist, die uns hilft, in den Keller zu gehen. Diese vage Angst, da könnte etwas in dem Keller sein. Und die Blütenessenz hilft uns, mal gucken, ob ich das hier noch ein bisschen besser hinkriege, weil das spiegelt hier alles. Das ist eine Blütenessenz, die uns hilft, wieder ein inneres Vertrauen und ein Gefühl von Geschütztsein stimuliert. Sie schafft Klarheit, um irrationale Ängste zu verstehen, die Kraft zu bekommen, ihnen zu begegnen. Und damit sie dann auch auflösen. Aspen ist auch eine Blütenessenz für sensible Seelchen. Und manchmal ist es ja so, dass wir gar nicht differenzieren können, ist das jetzt meine Angst oder ist es die Angst von meinem Gegenüber oder die Angst aus den Massenmedien, die ich gerade aufnehme. Und Aspen hilft uns, gerade diejenigen, die so sensibel sind, wieder so eine gewisse Unterscheidungskraft hervorzubringen. Meins, nicht meins. Und ich mag sie sehr. Ich gebe sie auch sehr gern Kindern, weil gerade Kinder, wenn sie Ängste haben, können sie selten verbalisieren oder wenn andersrum, das stimmt nicht. Kinder können sehr wohl ihre Ängste verbalisieren. Die können genau sagen, davor habe ich Angst. Aber es gibt auch Kinder, die so vage Ängste haben. Also die manchmal auch mitten in der Nacht aufwachen und schreien und sich dessen auch gar nicht ganz bewusst sind, dass da gerade etwas ist. Ich kann mich daran erinnern, als Kind, ich hatte immer die Angst, meine Füße über die Bettkante zu tun, beziehungsweise aus der Bettdecke rauszutun, weil es könnte jemand unter meinem Bett sein, der mir die Füße klaut. Aspen ist genau die Blütenessenz dafür. Die dritte Blütenessenz ist White Chestnut. Ups, die ist falsch rum, so rum. White Chestnut. White Chestnut ist die weiße Rosskastanie. Mal gucken. Ja, mein Fenster hinten reflektiert wieder. Kastanien kennen wir in Berlin sehr gut, weil wir haben sehr viele Kastanien an den Straßenrändern stehen. Ist ein sehr beliebter Baum. Und die ersten Kastanien, wenn die Samen dann vom Baum fallen, haben wir auch so eine Tradition, dass wir die Kastanie, die erste, die wir sehen, in unsere Hosentasche stecken. Die hilft dann gegen Kopfschmerzen bzw. wehrt Krankheiten ab. Ist so ein alter Aberglaube. Den habe ich von meiner Oma und leider, ach gar nicht mal leider. Ich mache es gerne. Wenn ich meine erste Kastanie finde, ich schieb sie mir in die Hosentasche. Und die bleibt dann so lange bei mir, bis die Kastanien wieder ihre Samen abwerfen. Das sind die Blüten hierzu. Das sind weiße, kerzenartige Blüten, beziehungsweise die Form ist eher so pyramidenförmig. Und die weiße Kastanie ist mit der Mimulus zusammen, der kleinen Gauklerblume, die Blütenessenz gewesen, die ich heute Morgen genommen habe. Denn sie ist fantastisch, um das Dachstübchen zu entspannen. Dieses Gedankenkarussell, diese nichtssagenden, zu nichts führenden Gedanken, die weiße Kastanie hilft uns, die klar zu bekommen. Unsere Gedanken klar zu bekommen, eine Ausrichtung zu bekommen, eine Konzentration zu bekommen und sich wieder auf das wesentliche geistige Entspannen einzulassen. Und dadurch, dass ich dann einen entspannten Geist habe, entsteht auch wieder ein klares Denken. Sie hilft uns, Emotionen zu verstehen, die wir erfahren. So. Emotionen sind
Gefühle und eine bestimmte Erinnerung, die miteinander verquickt ist. Also, was weiß ich, ihr wart im Urlaub und habt den schönsten Sonnenuntergang erlebt und das war ein fantastisches Essen noch mit dazu und ganz tolle Stimmung, ganz tolle Menschen um euch herum oder ganz alleine. Und in dem Augenblick, wo dieses Bild, diese Erinnerung hochkommt, kommt eine Gefühlsebene mit dazu, die mit diesem Bild abgespeichert ist. Und das ist eine Emotion. Das heißt, Emotionen sind oft in unserer Mentalebene zu finden, die natürlich auch wieder im Ping-Pong-Ball auf- und absteigen und natürlich auch Gefühle auslösen können, ohne Frage. Die weiße Kastanie hilft uns, unsere Gedanken zu beruhigen, klarer zu werden, eine geistige Ruhe, eine Stille zu erfahren. Und für diejenigen von euch, die unter Gedankenkreisen oder aus Gründen des Gedankenkreisens nicht einschlafen können, das ist eine sehr gute Blütenessenz. Einfach 4 Tropfen in ein Glas Wasser und wenn du zu Bett gehst, so 20 Minuten vorher schluckweise trinken, fast ein Garant dafür, dass deine Gedanken zur Ruhe kommen können. So, ihr Lieben, das waren die 3 Bachblüten, die ich euch vorgestellt habe. Falls ihr Fragen zu diesen 3 Blüten habt, schreibt die einfach in die Kommentare rein. Einer der Gründe, warum ich die Bachblüten gewählt habe, ist, als erstmal für euch zur Unterstützung, ist, man kommt super easy an die dran. Also, die Apotheken haben alle noch offen, die haben genügend Vorräte, da kann man sich die ein oder andere Bachblüte auch kaufen. Bachblüten könnt ihr auch online bestellen. Falls ihr eine bestimmte haben wollt, könnt ihr mich auch anschreiben. Ich schaue nach, ob ich noch ein paar habe ich noch vorrätig da, weil ich die auch normalerweise in der Praxis habe. Und für diejenigen von euch, die sagen, boah, ich brauche eine Unterstützung, Bachblüten könnte wirklich eine gute Unterstützung sein für das, was ich gerade erlebe, erfahre, mache oder tue. Schreibt mir bitte eine E-Mail. Oder schreib mir eine Nachricht einfach, Wolfgang, ich möchte gerne mit dir eine Einzelsitzung. Wir finden einen Weg, wie wir zusammenkommen, sei es einfach am Telefon, sei es über Zoom, Skype. Es gibt unsägliche Möglichkeiten, zusammenzukommen, ohne dass wir uns in Persona treffen müssen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch mit diesen 3 Bachblüten, wenn ihr sie da habt, viel Freude, viel Leichtigkeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war der Wolfgang.